Die Reformation innerhalb der muslimischen Gemeinschaft beginnt mit der Gleichberechtigung der Geschlechter. Herzlich willkommen, Seyran Artisch. Wir treffen uns heute mit dir, um über deine neue Moschee zu sprechen. Als erstes würden wir gerne wissen, ob du dich nicht mal vorstellen kannst. Gerne, gerne. Vielen Dank für das Gespräch, jetzt schon. Ich bin Anwältin, Rechtsanwältin und Buchautorin. Und zu meinem sogenannten Migrationshintergrund, ich bin in Istanbul geboren, Kind von einer Türkin und einem Kurden, mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen und bin neben meiner Tätigkeit als Anwältin auch viel als Autorin tätig. Ich habe jetzt mein 6. Buch geschrieben, setze mich mit Themen wie Integration, Migration, Islam und vor allem aber auch Menschenrechte und Frauenrechte auseinander. Und was war dann eure Motivation, um das Ganze hier zu starten? Und was waren Hindernisse auf dem Weg dazu, die Moschee dann tatsächlich zu gründen oder aber auch besonders positive Erlebnisse? Ich habe während der Phase 2006 bis 2009, als ich Mitglied der Deutschen Islamkonferenz war, diese Idee entwickelt. 2009 war sie dann geboren endlich. Unter anderem deshalb, weil ich erlebt habe, dass bei der Deutschen Islamkonferenz die Verbände, die organisierten Verbände, die Deutungshoheit über den Islam so sehr an sich gerissen hatten, dass überhaupt kein Raum da war für liberale Muslime, Muslime, die den Islam zeitgemäß leben und vor allem auch den Koran und die Hadithen historisch kritisch lesen und sich immer wieder die Frage stellen, was ist eigentlich gemeint mit den religiösen Fortschriften und mit den Suren und den Hadithen. Was ist der tiefere Sinn dahinter? Das hat mir sehr gefehlt. Und am Ende habe ich dann eingesehen, dass wir liberalen Muslime uns auch verbünden müssen, organisieren und auch ein Gesicht zeigen. Dann im nächsten Schritt habe ich eigentlich festgestellt, dass wir eine Verantwortung haben sogar, dass wir eine Verpflichtung haben, das zu tun. Denn seit 9/11, davor eigentlich schon, aber besonders seit 9/11, ist der Islam im Fokus in der Öffentlichkeit bekannt als eine Religion der Gewalt. Und so kennen wir aber viele, viele Muslime unsere Religion nicht. Unsere Religion ist eben nicht nur eine Religion der Gewalt. Und wenn dem nicht so ist, wo ist dann die schweigende Mehrheit, wird ja oft gesagt, warum melden die sich nie zu Wort, wenn es Anschläge gibt von Islamisten. Und da sah ich dann plötzlich eben nicht nur die Eröffnung einer Moschee notwendig, damit wir einen Ort haben, wo wir zusammenkommen, sondern auch für die Öffentlichkeit zu zeigen, ja, wir sind da und wir übernehmen Verantwortung und versuchen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, was an diesem Thema zu machen, daran zu arbeiten, dass die Gewalt aufhört. Und welche Grundsätze habt ihr der Moschee hier zugrunde gelegt? Oder was bedeutet das eigentlich, eine liberale Moschee? Diese sehr autoritäre Art und Weise, wie unsere Religion gelebt wird von vielen, die hat uns halt nicht nur nicht gefallen, sondern wir setzen dem was entgegen. Und die Reformation innerhalb der muslimischen Gemeinschaft beginnt mit der Gleichberechtigung der Geschlechter. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir hier praktizieren. Wir sagen nicht nur, dass wir den Koran geschlechtergerecht auslegen, historisch kritisch, sondern gleichzeitig auch leben. Männer und Frauen beten hier nebeneinander mit und ohne Kopftuch, ganz entspannt, ohne Sexualisierung. Und es darf eine Frau mit oder ohne Kopftuch hier rein. Und es dürfen Frauen, und das machen wir auch, vorbeten, die Predigt sprechen, auch für der gemischten Gruppe. Gleichzeitig suchen wir den innerislamischen Frieden. Sunniten, Schiiten, Aleviten, Sufis, alle sind hier willkommen, die sich unter dem Dach des Islams wiederfinden und nicht sich gegenseitig bekriegen. Und dann kommt der nächste Schritt. Haben wir einen sehr aktiven, sehr, sehr lebendigen Dialog mit Menschen, die an einen anderen Gott glauben, sagen wir dazu, oder an Götter, mehrere, oder auch Menschen, die an gar keinen Gott glauben. Das ist unsere Maxime, dass wir hier unter dem Dach uns befinden des Grundgesetzes, darin die Religionsfreiheit ausüben und die aber sehr ernst nehmen. Religionsfreiheit ist für uns so wichtig, dass wir sagen und
auch unser Verständnis von Gott ist, wenn Gott der Allerbarmer und der Barmherzige ist, der alles und der Allerschaffer, der alles erschaffen hat, dann hat er eben alles erschaffen. Nämlich die Tatsache, dass es Menschen gibt, die Christen sind, Juden sind, Buddhisten sind, Hindus sind und Atheisten, Agnostiker, Humanisten. All das ist die Vielfalt dieser Welt und wir lieben Menschen. Und deshalb steht unsere Tür auch offen für den Dialog, den wir aktiv betreiben mit anderen. Warum in einer Kirche? Also es ist ein Raum, der nicht gewidmet ist. Das heißt, es ist kein religiös genutzter Raum gewesen. Es war ein ehemaliger Theaterraum hier. Und bei der Vorstellung vor der Gemeinde, wir mussten uns ja vorstellen, kam hier spontan auch der Gedanke und das Gefühl, warum ich kein Problem damit habe, dass wir in einer Kirche sind, dass Gott schon da ist. Also es ist ein Ort, wo es ein Gotteshaus und es ist ein Ort, wo Menschen an Gott gedenken. Die sind in Reaktion auf das Projekt der eben Rosh-Goethe-Moschee auch sehr viele Anfeindungen entgegengebracht worden. Von wem kamen diese Anfeindungen und wie erklärst du dir, dass dein Projekt irgendwie so einen Hass hervorbringen kann? Keine zwei Tage ist es vergangen, als wir eröffnet haben, hatte die türkische Regierung durch einen regierungsnahen Sender eine sehr hässliche Nachricht über uns verbreitet, nämlich dass wir zu der Fethullah Gülen-Bewegung gehören, dass wir hier auf den Koran treten würden, dass alle hier rein dürfen, nur keine Frauen mit Kopftüchern und dass wir eine Gülen-Bewegung sind und somit, wie zurzeit ja in der Türkei üblich, eine terroristische Vereinigung oder Unterstützer. Männer und Frauen gehen auch in der Fethullah Gülen-Bewegung nicht zusammen in einem Raum nebeneinander und ohne Kopftuch beten. Das geht für die nicht. Deshalb ist das ganz absurd. Das war sehr, sehr hässlich. Dann hatte das Amt für Fatwa-Angelegenheiten aus Kairo ein Rechtsgutachten oder eine Pressemitteilung, wie sie es auch immer nennen mögen, aber am Ende halt eine Bewertung der Moschee abgegeben, die da auch beschreibt, dass wir keine Muslime sind, so wie die türkische Regierung auch. Und es gibt eine Presseerklärung oder ein Posting vom Islamischen Zentrum Hamburg, die auch gegen uns meiner Ansicht nach hetzen. Das ist eine Hetze. Das sind die Institutionalisierten. Ja, und die einfachen Leute, die uns beschimpfen, dass wir hier Männer und Frauen zusammen beten, die beziehen sich auf sexuelle Gründe. Ja, das heißt, ein Mann und eine Frau können nicht nebeneinander stehen oder hintereinander, weil dann würde der Mann von sexuellen Gefühlen so sehr abgelenkt werden, dass er gar nicht sich auf die Religion konzentriert. Und im Ergebnis kannst du sehen, es sind keine theologischen Begründungen. Die haben auch keine theologischen Begründungen. Sowohl die Dianet als auch die Fatwa-Behörde als auch das IZH, sie bringen keine theologischen Begründungen. Sie sagen einfach nur, das geht nicht. Sie haben keine Antworten darauf, wo soll das im Koran stehen, wo sind die Hadithen. Und zwar im Gegenteil, wir haben theologische Begründungen, dass wir es können. Wir machen ja hier jetzt nicht plötzlich was ganz, ganz Neues, dass wir eine neue Religion erfinden, ja, und dass wir den Islam so sehr pervertieren, dass er überhaupt nicht mehr Islam genannt werden kann. Das machen wir nicht und bis jetzt konnte keiner den Beweis erbringen. Wie gesagt, im Gegenteil, es gibt weltweit Gelehrte, die uns die theologischen Grundlagen und Begründungen auch liefern, die sie selbst über Jahrzehnte teilweise erarbeitet haben. Was ich im Übrigen auch vorher wusste, deshalb habe ich es ja auch hier umgesetzt. Ich habe ja viel recherchiert vorher, mit vielen Leuten geredet und weiß, dass es möglich ist. Was neu ist jetzt für die nördliche Halbkugel, ist, dass ich einen festen Raum geschaffen habe hier, gesagt habe, wir brauchen einen Raum, der uns gehört, den wir selber gestalten. Zunächst sind wir gewillt und engagiert, um neue Moscheen zu gründen in anderen Städten in Deutschland, aber auch mit Kooperationspartnern im europäischen Ausland. Das sind so die ersten Schritte. Und wir bekommen so viel Zuspruch und so viel Interesse von anderen Ländern. Aktuell chatte ich über WhatsApp mit einem Imam aus Senegal, der über uns liest im Internet. Der kann gar nicht genug lesen, meint, er findet das ganz toll, was wir machen. Und er wünscht sich sehr viel mehr Menschenrechte in seinem Land und sehr viel mehr Freiheit und Liberalität in seinem Land. Und wir sind eine Hoffnung, ein Hoffnungsschimmer. Und deshalb akzeptiere ich inzwischen auch den Begriff Revolution. Also wir machen hier gerade Revolution.